Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, ein weiteres Replay ist am Start und zwar diesmal von mir, beziehungsweise eigentlich auch von Julian, der ist nämlich mit mir in der Runde gewesen. Wir zusammen mit den Briten haben richtig reingekesselt und da haben wir uns gedacht, ja komm, nehmen wir das, denn es bietet einige schöne Kills. Ich bin zwar früher gestorben als der Julian. Ich bin ja auch bereits jetzt schon einmal tot. Und hier das zweite Mal. Aber der dritte Panzer, der hält einigermaßen länger. Ne? Hat mich ein bisschen geärgert, logischerweise am Anfang. Weil ich fahre hin, sterbe, fahre hin, sterbe. So, jetzt fahre ich ein drittes Mal hin. Und diesmal passiert es nicht. Diesmal beschützt mich der Julian mehr. Er wartet auch schön auf mich. Ja. So. Die Frage ist, was haben wir jetzt gemacht? Wir sind, glaube ich, rechts rum gleich gefahren. Ja. Ja, genau. Der Julian hat einen Weg vorgegeben. Und das haben wir auch gemacht. Flugzeuge! Viel zu laut! Laut! Ja, da habe ich es einmal versucht. Aber ohne Erfolg. Ohne Erfolg. Leider. So, dann. Wie man da sieht, wir haben noch einen Tiger. 2H. Den Aufklärungspanzer M41. Der mich ja auch vor allem ein drittes Mal noch machen wollte. So, ja, den Tiger 2H habe ich gesehen. Habe ich erstmal schön durchs Fenster geschossen. Er versucht dasselbe. Ohne Erfolg. Ich spreng seine Munition und der kleine Sack will mich jetzt einfach von hinten machen. Und der Julian hat rechtzeitig gehandelt, hat ihn gesehen und scheppert ihm gleich seinen dicken Zylinder da rein. Seine dicke Quetschkopf. Ja, da war der Schuss. Perfekt. Perfekt. Deswegen, das war diesmal ein Vorteil. Julian im Nacken. Da weiß man, ist man safe. Und Jagdtiger haben wir da vorne auch. Ja, Besatzung ausgeschaltet. Man kennt das übliche Spiel. Ne? Jetzt fahren wir hier die Straßen entlang. Ungünstig, ja, wobei gar nicht mal so ungünstig getroffen. Der Feind hat sich in Smoke eingehüllt. Auch ungünstig getroffen. Der Julian sieht ihn. Ich habe zu Julian in dem Moment gesagt, er soll mal da reinfeuern. Macht er logischerweise nicht direkt, weil wir wissen ja dann doch, er hat eine lange Nachladezeit. Weshalb es keinen Sinn macht. So. Tiger 2H, ach Quatsch, 2P, steht da hinten auch noch. Und wir wussten in dem Moment gerade nicht so, was wir tun sollten. Denn hier ist ja doch relativ viel Artilleriefeuer rumgeflogen. Ja, sehr ungünstig getroffen. Das sollte eigentlich nicht so passieren. Und erstmal den ganzen Weg gesmoked. Ja, ich habe meinen Treffer auch kassiert, mein Kanonenrohr ist kaputt. Der Julian ist gerade leider mit anderen Dingen beschäftigt gewesen. Und ja, wenig Sicht, alles voller Nebel. Man kennt das Problem. Na gut, Nebel, den habe ich ja nicht umsonst dahin platziert. Der sollte ja seinen Zweck erfüllen. Hat er ja auch. Schöne Entdeckung. Nichts passiert. Und erstmal warten, was sich dann wieder offenbart. In dem Fall nichts. Ich merke,
Der M48 guckt gar nicht in unsere Richtung. Der wollte zum Julian schauen, weil der sehr laut da lang fuhr. Kennt man ja, Centurion-Motor nicht gerade der leiseste. Und das war ein Miss. Dafür hat sich der Julian drum gekümmert. Schön das Munitionslager gesprengt. Da ist der Turm schön abgeflogen. Ja. So. Und ansonsten, ich wusste halt, dass da ein Panzer langkommt. Ich habe ihn halt schon gehört. Deswegen hatte ich mein Kanonenrohr auch dorthin gerichtet. Der Julian, der kümmert sich jetzt sofort da um die andere Ecke. Ja, da geht's gut ab. Weshalb ich mir dachte, ja, fahre ich gleich eine Kurve darum. Denn von hinten kommen ist ja auch nicht verkehrt. Und der Julian kommt natürlich mit. In dem Fall hat er mir wieder das Leben gerettet. Zumindest meinem Panzer. Kommt aber gleich noch. Erstmal schön Arti noch da hinsetzen. Ja, der ist damit auch Geschichte. So, der FV, den konnte ich leider nicht sehen, aber ich glaube, um den hat sich der Julian gekümmert, oder? Nee, hat er nicht. Genau, der Moment kommt gleich noch. Wenn ich zu weit vorfahre. Jetzt noch nicht. Jetzt ist noch alles easy. Hab einen Treffer natürlich kassiert da am Arsch. Wenn es auch nur die Lüftung war. Ja. So. Wollte ich mal gucken, ob der Panzer da hinten irgendwie guckt. Und spreng sein Munitionslager. So, da kommt der Tortoise, den ich dann easy gemacht habe. Julian hat den logischerweise erstmal vorbearbeitet. Und jetzt begebe ich mich ein bisschen in Lebensgefahr. Der Leopard habe ich erstmal einen guten Treffer gezielt. Hatte nur noch einen Fahrer. Aber dann der M48, der hat mich dann kampfunfähig geschossen. Worauf ich dem Julian Bescheid gesagt hatte, dass er den unbedingt machen musste. Und er auch sofort rangebrattert kam. Und den M48 gebumst hat. Zack. So, der Leopard hat dann sich um den Julian gekümmert. Habe ich gesagt, kein Problem. Mein Geschütz ist sofort wieder ready. Ich kümmere mich um den Sack. Das ist eine schöne Geschichte, die ich hier dabei erzähle. Und ja, konnte den Panzer auch easy machen. Also bei uns war in dem Fall richtig gutes Teamwork am Start. Ne? Wir nehmen das Gebiet auch wieder ein. Ja. Und leider muss ich aber auch dazu sagen, wir verlieren die Runde. Denn jetzt werde ich sterben. Durch eine Bombe. Der Julian auch. Ich habe jetzt leider keinen Panzer mehr. Aber ja, Julian hat immer noch einen. Finde ich wieder schön, diese Sicht. Hat Warfunder super gemacht. Achso, ich kann gar nicht auf zwei wechseln. Auch gut. Geht beim Julian nicht. Oh. Dann halt nicht. So, er ist jedenfalls nochmal mit dem Centurion Mark 3, Mark 5 gekommen. Dem AVRE. Schade. Keine Schadensinformation ist auch okay. Hätte ich tatsächlich mit gerechnet, aber gut. Hat anscheinend keinen Bock. Deswegen geht wahrscheinlich 2 auch nicht. Seine spezielle Sicht. Muss ich jetzt alles so machen. Na gut. Dann halt so. Ist ja auch kein Problem. Die typischen Schrapnell-Dinger, da Quatsch. Quetschkopf. Aber ich glaube, viel konnte der Julian in dieser Situation auch nicht mehr machen.
Ich bin mir halt nicht sicher. Kann sein, dass er noch einen Kill macht. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, eine halbe Minute, etwas mehr, ist ja noch Zeit. Vielleicht kriegt er ja noch einen Kill hin. Jagdtiger? Eieiei, nee. Das konnte nichts werden. Das konnte definitiv nichts werden. Naja, ist ja auch egal. Das Ding ist durch. Der Julian wird jetzt einfach in Grund und Boden gebumst. Da ist nicht mehr... Ja, jetzt ist er tot. Nee, noch nicht. Jetzt ist er tot. Hat auch ein paar Schüsschen gebraucht, bis er weg war. Auch gut. Naja. Hier sehen wir es nochmal. Das Schlachtfeld von oben. Und ja. Hier ist unsere Bewertung, die wir hatten. Der hatte sogar 15 Kills. Ja, ich mit meinen 8 Kills kam um die Ecke. Ja, Julian hat halt ein bisschen Assists gegeben, ne? So ein bisschen mir den Arsch halt gerettet. Wenn's drauf ankam. Und ja, ansonsten hier 7 Kills. Auch nicht verkehrt vom Feind. Der hat mich ein bisschen genervt sogar, der Waffenträger-Typ. Naja, ist ja auch egal. So, die Runde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn sie euch wirklich gefallen hat. Ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ciao.